Hallo, da sind wir auch schon wieder zurück mit Let's Play Tomb Raider: The Angel of Darkness. So, die Kisten sind hier fertig verschoben und wir sind stärker und können nun hier diese beiden Kisten uns so hinschieben, wie wir wollen. Denn vorher hätten wir das nicht geschafft. So, fast geschafft. Ganz durch bis zur Ecke, bis es nicht mehr weitergeht. Genau, so. Hier oben ist nämlich das Rädchen, was wir drehen müssen, um den heißen Wasserdampf abzustellen. So, dreh. Et voilà. Ausgeschaltet. So, vorsichtig wieder runterlassen. Und wir können hin. Ich zeige euch das mal eben hier nochmal, wie das hier aussieht. Hallo, Gentaste aktivieren. Deaktivieren. So. Hier. Oh, das dröhnt gerade. Müssen wir noch hin. Aber wie ihr seht, das können wir im Moment noch nicht. Und das hier vorne ist unsere Haupttür, wo wir auf jeden Fall hin müssen. Ja, das ist die Tür, wo wir das Level hier verlassen können. Und dann wird's richtig geil. Das drauf hier ist ja schon echt nicht schlecht, aber was danach kommt, das liebe ich wirklich. Und rauf. War hier nicht eben noch ein Hund? Okay, anscheinend nicht. Naja, selbst wenn, dann erledigen wir ihn später. So. Einmal hier rauf. Vorsichtig. Und Beine anziehen sollte man auch bei diesem Stacheldraht hier. Und dann kommt man auch ganz locker, flockig, ohne jede Verletzung hier rüber. Und fallen lassen. Oh, Tagebucheintrag. Was gibt's denn? Tagebuch. Ich muss den Strom abschalten, dann komme ich durch die Kuppel zum Gewölbe. Okay. Alles klar. Ich wusste doch, dass er noch ein Köter war. Naja. Wie gesagt, war. Jetzt nicht mehr. So, sehen wir doch mal, was wir hier haben. Was ist das? Okay, anscheinend nichts für uns. Und hier. Hier wird wohl irgendwie Stein geschnitten oder so. Wofür auch immer. Hier scheint auch nichts von Belang für uns zu sein. Okay. So. Was ist hier? Eine Rampe? Nee, hier gibt's auch nichts. Okay. Dann wollen wir jetzt mal. Oh, Gitter gehen mir aus dem Weg. Hier hoch. Mal sehen, was es hier Schönes gibt. Ein Schalter. Betätigen wir ihn. Das war mit Sicherheit nicht so gedacht von den Entwicklern, die das hier alles gemacht haben, aber für uns ist das perfekt. Lara? Ja, genau so wollte ich das haben. So. Denn da hier dieser Lüftungsschacht jetzt auch entzwei gesägt wurde, können wir da rein. Ein neuer Weg für uns. So.
richtig? Ja, hat geklappt. Alles klar. Dann mal rein hier. Was wird uns wohl hier erwarten? Schön langer Lüftungsschacht hier. Hui. Oh. Eine Cutscene. Sie können mich nicht hier behalten. Mein Redakteur vermisst mich, wenn ich mich nicht melde. Den habe ich draußen an der Rampe gefunden. Er muss einen Zugangscode haben. Machen Sie die Tür hinter sich zu, Gunderson. Ich habe Akten über Sie, Eckart. Sie können mir nichts tun. Schade, dass wir sie nicht miteinander lesen können. Tja, aber es ist schon spät. Ich habe etwas zu erledigen. Alter, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wie kann man so grausam sein? Wie gut, dass es solche Handschuhe nicht in Wirklichkeit gibt. Mal ganz ehrlich. Oh Gott. Tja, Ladig war wohl etwas unvorsichtig. Und musste dafür jetzt bezahlen. Oh, Ladig. Oh. Okay, mal eben die Waffe wechseln. Als Ladig getötet wurde, wurde automatisch dieses Zeichen da an die Wand geschmiert. Das gleiche Zeichen, was auch in... Na los, Lara, mach. Hallo. Противник Спозорова! Hallo? Wo? Stirb. Okay. Das gleiche Zeichen, was ja auch in Werners Apartment war. Jetzt ist es sicher. Eckart hat Werner getötet. Das ist endgültig klar. Alter. Oh, ich habe gerade nur noch sehr wenig Energie, sehe ich mir gerade. Das wollen wir aber nicht so. So. Alles klar. Das Licht auf sich doch. Ja, komm her, ich erwarte dich schon. Guten Tag. Ja. Ich war noch gerade halb in der Tür, aber egal. Gott sei Dank bin ich nicht hängen geblieben. So, jetzt muss ich vorsichtig sein. Hier sind nämlich zwei. Ja, kommt. Ah, das ging ja leicht diesmal. Letztes Mal bin ich hier nämlich gestorben, weil ich da einfach hier reingestürmt bin und dann haben die beide gleichzeitig auf mich geschossen und, naja. So schnell konnte ich gar nicht reagieren. Ups, so schnell bitte nicht. Hm. Die hatten hier wohl so eine Art kleine Kantine für ihre Mittagspause. Ganz hübsch. Na, kann ich mir hier was holen? Oh, schade. Der Automat will mir nichts geben. Naja, hole ich mir halt später eine Cola. Was gibt's hier? Nichts. Ah, die Schränke kann man auch kontrollieren.
dann lass mich doch mal sehen. Na, was gibt's hier Schönes? Das sieht mir nach Munition aus. Und hier? Nochmal Munition. Alles klar. Und hier? Nur Computer. Okay, wenn ich hier diese Computer betätige, kommt eine etwas längere Cutscene. Deswegen würde ich sagen, ich beende hier schon mal den Part. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann, Leute.